Also mein Name ist Thomas Peter, ich bin zuständig für die Vertriebsleitung für Deutschland, Österreich, Schweiz, betreue den Channel Retail, was Zeiterfassung, Zutrittskontrolle und Thema Sicherheitsbanking, Online-Banking oder der neue Personalausweis ausmacht, das betreue ich. Das heißt, die ganzen Distributionspartner, Versandhändler, Kooperationen, so, das ist in meinem Aufgabenumfeld vom Hause Rainer SCT. Also wir haben selber die Zeiterfassung ausgestattet für dieses Gebäude, um eben den Kunden zu zeigen, was kann eine Zeiterfassung, was kann die Software, was kann die Hardware, Ausstattung mit der Zutrittskontrolle, Zugangsberechtigungen, Anmeldungen, also das heißt einfach das ganze Management, die Hardware dargestellt, um einfach für kleine mittelständischen Unternehmen zu zeigen oder für Kanzleien zu zeigen, was kann eine Zeiterfassung, beziehungsweise es müsste Zeitmanagement heißen, weil Zeiterfassung wird immer missverstanden mit ich nehme die Karte und buche, sondern da steckt wesentlich mehr dahinter. Wie kann ich organisieren, Projekte verwalten, kalkulieren, Kostenkalkulation, wie kann ich sie einbinden in Warenwirtschaftssysteme und vieles mehr. Es ist mir eine Case Study wirklich zu zeigen, aus Prototyp mal zu sagen, wie kann es funktionieren. Die Idee ist schon auch hier, das Ganze auch scharf zu schalten oder die Möglichkeit ist da, das scharf zu schalten, um wirklich hier das Personal zu erfassen, Gleitzeiten zu erfassen, Urlaube und Anwesenheiten. Also das ist alles möglich. Aber im Grunde genommen soll es erst möglich sein, für den Kunden einen Einblick zu bekommen. Oh, Zeiterfassung, was ist das? Wie kann ich das bei mir in mein Unternehmen reinbringen? Rentiert sich das überhaupt für meiner Größe, meistens sind es ja 3, 5 oder 10 Personen, ja, ich kann nur sagen, ja, es rentiert sich für jedes Unternehmen, ab 3 Personen überhaupt kein Problem. Allein der Verwaltungsaufwand, den ich mir damit spare, weil alles elektronisch dargestellt ist, ist wesentlich einfacher und flexibler heutzutage. Ja, also wir werden natürlich selbstverständlich aktiv diese Schulungen mit anbieten, aktiv auch vorantreiben. Wir werden hier aktiv mit dieser Kooperation in ganz Deutschland diese Thematik mit Partnern aufbauen, genau diese Nische auch durchgehen, zu sagen, okay, ja, Zeitmanagement oder Zutrittskontrolle ist auch für dich interessant. Es ist für uns eine Nische. Nische ist immer ein Steckenpferd, was Rainer SCT ausmacht, weil es den großen Vorteil hat, da können wir uns bewegen, da können wir experimentieren. Wir haben die Möglichkeit, Synergieeffekte zu kriegen, das heißt mit Partnern vielleicht, mit denen wir schon arbeiten, die Kanzleien ausstatten, aber wir bekommen sehr viele neue Kanzleien auch dazu, Systempartner dazu, wo wir momentan ein interessantes Geschäftsfeld sehen, aber noch nicht drin sind. Also hier wird sehr viel Aktivität kommen, sei es Online-Form, sei es über Werbung, sei es über Aktivitäten dieser Nische, wo wir sagen, okay, wir möchten Anzeigen schalten und solche Dinge, also und mit Systempartnern enger auch zusammenarbeiten. Also wirklich so eine Art Kooperation, wo wir sagen, geben und nehmen, wie können wir uns austauschen, das fällt sich ja sehr spannend an.